Das fand ich ein bisschen komisch. Aber ich hoffe, das SCS-Software das noch behebt. Weil wenn da schon steht, dass man 100 fahren darf und als LKW-Fahrer zählen ja eigentlich die Schilder für alle Kfz-Autos. Was ich auch gut finde, ist, dass bei SCS-Software nicht wieder bei den Landstraßen oder allgemein in den Städten alles gleich aussieht. Da waren ja immer diese Kästenstädte, sage ich jetzt mal, wo immer die Straßen so aussahen wie Kasten, also geradeaus, dann nach links, dann wieder nach links und nicht so rund, sage ich mal. Was auch gut ist bei der Landschaft bisher, gibt es auch Kreuzungen und T-Kreuzungen. Das gab's in Eurotrax Motor 1 gab es gar nichts. Es geht hier aber ab hier. Ganz, ganz schnell. Ich bin gleich wieder da und... Da, und wir haben keinen Schaden erlitten bisher. Das hat sich aber so angehört. Nur dank meiner Profi... Also irgendwie wollte ich einlenken und es ging nicht und bin einfach gerade ausgestolpert. Ja, weil du zu schnell gefahren bist. Du kannst ja nicht mehr einlenken. Ich hab aber gebremst. Das habe ich in der... Ich weiß, ich glaube in der dritten Folge habe ich das schon mal erzählt. Du musst rückwärts fahren. Fahr jetzt mal vorwärts. Stopp. Warte. Und wieder rückwärts. Stopp. Noch ein Stück. Ganz bisschen. Jetzt wieder vorwärts. Ja. Okay, jetzt wieder vorwärts und zurück. Warte, dreh mal das Ding. Lenkrad ein bisschen. Action. So, und jetzt fahren wir wieder nach vorne. Ja, es geht hier durch meine Intelligenz. Da kommt nicht mehr rein. Du kannst einfach rüberfahren. Fahr schnell, da kommt ein Wagen. Fahr. Oh. Was ich auch ein bisschen sinnlos finde, ein bisschen unlogisch, man kriegt Schaden, wenn man nicht wirklich viel gemacht hat oder nur gegen eine oder nur wenn man eine Leitplanke fährt. Aber wenn dieses Geräusch, was ihr eben gerade auch gehört habt, wenn das Geräusch ertönt, gibt es keinen Schaden. Das finde ich auch ein bisschen unruhig. Ein Bug? Voll buggyhaft. Ich glaube nicht, das sollte so sein. Warte mal, das müssen wir SCS melden. Guck mal da auf Karte, Weltkarte. Ich schreibe mir das mal auf. Geh mal nach oben. Frankfurt... Kurz vor Autobahn Richtung Nürnberg. Okay, kannst weiterfahren. Warte mal. Wo geht's denn jetzt wieder? Soll ich fahren? Ja, der Marcel schreibt sich das auf. Der ist richtig cool. Oh, hier ist... Ich passe jetzt bei Kurve... Entschuldigung, wenn ich hier so durch die Kurve ente. Ich werde nicht schneller fahren, weil es ja schon dreimal jetzt schief gegangen ist. Oh, hier wieder bremsen. Ah, das schaffe ich. So. Boah, hier ist so eine scheiß Gegend mit diesen ganzen Kurven. So, jetzt geht's hoch. Da dürfte ich eigentlich nicht. Ja, das passt alles. Das passt alles. Gleich ist der Marcel auch wieder da. Der schreibt jetzt nur noch fertig. Und wir haben fast die Hälfte geschafft. Also eben, gerade als wir auf die Karte geschaut haben, habe ich so ein bisschen geklotzt. Und ja, die Hälfte haben wir gleich gepackelt. Ja, jetzt hier noch schön um die Kurve rum, die schönste Kurve der Welt. Und die gefährlichste, wenn man zu schnell ist. Naja, nicht die gefährlichste, die ist nämlich irgendwo in Frankreich, habe ich mal gehört. Aber der Marcel, der redet ja jetzt weiter. Ja, ich hoffe, das ist ja Software... das vielleicht noch nicht bekommen hat, dann werden wir die ersten YouTuber bestimmt, die SCS das schreiben, dass es einen, naja, komischen Bug gibt. Vielleicht hättest du ja mal durch den Baumstamm fahren können, vielleicht ist es so wie bei TML Studios, da ist sowas auf der Straße, man kann trotzdem durchfahren. Ich wollte es nicht riskieren. Oh. Echt. So, und ich lege mal kurz das Mikro hin, was ich eigentlich schon vorher machen wollte, bis Tobi das gecrashed hat. Bis gleich, von mir aus.
Er trinkt was. Er ist gleich wieder da. Please hold the line. Bitte halten Sie die Leine. Der nächste freie Mitarbeiter wird gleich für Sie freigestellt, bereitgestellt. Leitstelle, nein, nicht Leitstelle, Sito Feller, Sito Haus, was kann ich für Sie tun? Aha. Meine Mutter. Aha. Ist klar. Meine Mutter kannst du für mich. Ich möchte mal kurz was gucken. In 2 Stunden oder 125, in 2 Stunden oder 125 km muss ich da, sind wir da. Du musst jetzt links abbiegen. Aber zuerst musst du geradeaus, nicht, dass du auf die gegnerische Fahrbahn fährst. Spur. Fahrbahn. Oh, hi, ich muss mal gucken, dass kein Auto kommt. Okay, kannst. Guck mal, die Typen haben schon Licht an. Brennen. Du musst, warte, stopp, bevor du fährst. Nicht. Guck da rüber, ob dein Auto kommt. Ich würde den noch durchlassen. Okay, der lässt dich durch. Du musst auch blinken hier. Ich habe gelesen, bei SpongeBob, dass man ungefähr 5, ich weiß nicht, was für SpongeBob braucht oder so, 15 Meter bevor man in die Kurve fährt oder so, den Blinker einschalten muss. Und nicht, dass wenn man da steht an der Kreuzung und dann den Blinker einschaltet. Bei SpongeBob. Aha. Oder irgendwo anders, ja.